ausländischen Freunde, dass du bei Ausländern wohnst? Ja, nicht, dass du einfach unerwünscht bist, ja? Ein Rollenspiel, einstudiert von angehenden Erziehern zum 200. Geburtstag des Theologen und Sozialreformers Johann Hinrich Wiechern. Ausgangspunkt für das Spiel der jungen Pädagogen sind soziale Missstände in Deutschland. Die waren früher noch extremer und veranlassten Wiechern vor 175 Jahren, Rettungshäuser für verwahrloste und schwer erziehbare Jugendliche zu gründen. Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt Wiechern eine Pädagogik, in der Kinder nicht geschlagen und eingesperrt und vor allem als freie Persönlichkeiten behandelt werden. Dieses ethische Prinzip bestimmt seither die Erziehungswissenschaft in Deutschland. Nach ihrer Ausbildung werden sie bei den staatlichen sozialen Diensten oder denen der freien Wohlfahrtsverbände wie der Diakonie arbeiten. Vielleicht auch in einer der vielen Einrichtungen des evangelischen Johannesstifts, das Wiechern 1858 in Berlin gegründet hat. Die angehende Diakonin Arse Uidal spielt im Rollenspiel eine unerwünschte Ausländerin. Was ich über Wiechern weiß, unter anderem weiß, ist, dass er armen, bedürftigen Menschen helfen wollte, vor allem Kindern. Und man sollte diesen Menschen helfen, sie von der Armut auf der Straße wegholen und ihnen Hilfe leisten, ihnen dienen. Unter dem Einfluss der Massenarmut hielt Wiechern im Revolutionsjahr 1848 eine Rede, die in protestantischen Kreisen viel Beachtung fand und in der Folge zur Gründung der Inneren Mission der evangelischen Kirche in Deutschland führte, aus der später die heutige Diakonie hervorging. Vom Leiter des Johannesstifts erfahren wir, wie präsent Wiechern hier noch überall ist. Ich hoffe, dass Sie an allen Ecken über Wiechern stolpern. Da, wo man natürlich ein Stückchen auch seine Geschichte verfolgen kann. Aber ich denke, das Entscheidende ist, dass Wiechern Ihnen hoffentlich auch in unseren Mitarbeitern ein Stückchen begegnet, indem Sie da, jeder, wo er eben auch tätig ist, versucht, den Menschen, der Ihnen begegnet, liebevoll zu begegnen. Für die 27-jährige Hanadi ist der Heilerzieher Lars Madl eine wichtige Bezugsperson. Er hilft der Behinderten bei alltäglichen Arbeiten und unterstützt sie dabei, ihren eigenen Anteil am Zusammenleben beizutragen. Selbst einfache Aufgaben im Haushalt fallen Hanadi schwer. Sind sie aber bewältigt, ist es jedes Mal ein großer Erfolg. Fein. Schrank. Gut gemacht. Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung bietet in vier Wohngruppen derzeit Menschen zu Hause. Das sind Wohngruppen, das sind keine Familien in dem Sinne. Wohngruppen, das sind Wohngemeinschaften von Menschen, die ganz unterschiedliche Dinge mitbringen. Unterschiedliche Talente, unterschiedliche Einschränkungen. Und wir begleiten dieses Leben hier, und zwar in all seinen Facetten. Ja. Hanadi hat wie alle hier ihr eigenes Zimmer. Die Grundidee Wicherns, familiäre Verhältnisse zu schaffen, ist mit der gegebenen Privatsphäre konsequent weiterentwickelt worden. Der gemeinsam aufgestellte Stundenplan hilft Hanadi, ihren Tagesablauf und die Woche im Überblick zu behalten. Nicht. Mit wem hast du heute was vor? Mit dir, Fahrrad fahren. Wir fahren nachher Fahrrad, genau. Nimmst du die Flasche? Ja, mit dir. Regelmäßig bringen die beiden mit dem Fahrrad Leergut zur Sammelstelle. Gerade natürlich in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, mit Einschränkungen, muss man viel auch übernehmen, Leistungen erbringen, helfen, unterstützen, Tatsache im wahrsten Sinne des Wortes, unterstützen. Los. No.
Es ist wichtig, die Anforderungen im richtigen Maß zu halten. Hanadi soll so viel wie möglich selbstständig machen, aber ohne überfordert zu werden. Im Johannesstift wird auch im Straßenverkehr mehr Rücksicht genommen. Zwar ist diese Fahrradtour jedes Mal wieder aufs Neue eine Herausforderung für Hanadi, doch trotzdem auch immer wieder einer der Höhepunkte im Wochenplan. Ich glaube, viele Menschen verfolgen dieses Prinzip, dass der Mensch lebenslang entwicklungs- und lernfähig ist. Das gilt für Menschen, die hier leben und betreut werden, genauso für die Menschen, die hier arbeiten. Weiß kommt dahin. Grün oder weiß? Weiß. Weiß oder grün? Grün. Grün. Das gemeinsame Tagesprogramm von Hanadi und Lars geht zu Ende. Der Betreuer kann sich nun seinen eigenen Interessen widmen. Ich selber mache nebenbei auch noch Ausbildung. Ich mache nebenbei Schauspiel, ja, spiele Theater. Ich erlaube mir, mein Leben nicht ganz fest zu planen, sondern ich lasse mich auch leiten und gucke, wo es mich erwischt und packt. Wo sind wir noch hingekommen? Komm, ich kann dir helfen. Ich weiß nicht. Geh, du schaffst das. Ich bin bereit. Die Theatergruppe der diakonischen Schwestern und Brüder proben Szenen aus Wicherns Leben für die große Aufführung zum Wichernjahr. Ich will hier raus! Ich schaffe es nicht! Ich weiß nicht! Ich will hier raus! Ich schaffe es nicht! Ja! Eine Schlüsselszene zeigt Wichern in der Rolle des Zerrissenen. Er möchte am liebsten alle Probleme zugleich lösen, den Armen helfen, die Brüderschaft stärken, für seine Frau Amanda und die Kinder da sein, den Glauben vertiefen und gleichzeitig noch eine Gefängnisreform durchsetzen. Tatsächlich hat Wichern viel in Bewegung gebracht. Genau hier, mitten in Berlin, in diesem Gebäude, gelang es ihm vor 150 Jahren, in einer eindrücklichen Rede wohlhabende Bürger und einflussreiche Berliner Politiker davon zu überzeugen, ein Brüderhaus, das spätere Johannesstift, zu bauen. Heute kommt die gesellschaftliche Prominenz, darunter der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker, um Wicherns Werk zu würdigen. So, na, das ist ja Spandau hier, fast verfolgt. Am historischen Ort wird Wicherns damals so folgenreiche Rede nachgespielt. Hochgeehrte Versammlung, im Augenblick und Vertrauen zu dem Gott, der allein Gnade und Segen geben kann, nehme ich das mir gestattete Wort. Wichern erklärt Diakonie, dienen als christlich motivierte Hilfe. Mit denselben Argumenten wie in seiner Rede 1848 appelliert er an das Gebot der Nächstenliebe und prangert die sozialen Notstände und die ethischen Folgen an. Selbst Zweifler, wie sie auch hier auf der Bühne auftreten, konnte er überzeugen. Das Johannesstift wurde gebaut und wurde zum Vorbild. Die innere Mission verbreitet sich weiter mit zahlreichen Einrichtungen in ganz Deutschland. Es bilden sich evangelische Vereine, Anstalten für Krankenpflege, Kindererziehung und Seelsorge. Hochgeehrte Versammlung, ich bekenne Ihnen freimütig und gern, dass ich meines Teils an äußeren Mitteln und Gütern für dieses umfassende Werk nichts bringen kann. Oh. Was ich aber sonst darzubringen vermag, das habe ich nicht aus mir selbst genommen, sondern aus Gottes gnädiger Hand empfangen. Wie die Lebensumstände vieler Menschen zu Wicherns Zeiten aussahen, kann man sich heute kaum mehr vorstellen. So beschreibt Wichern seine Beobachtungen. In der Ecke unter den Lumpen ein 73-jähriger Mann, an der Brustkrankheit entsetzlich krank, dass er kaum sprechen konnte. Ohne Wäsche, ohne Kopfkissen. Ein Bild des Entsetzens und herzzerschneidenden Jammers. Die Frau 39 Jahre alt. Ein großgewachsenes Mädchen und zwei Knaben, alle ohne Wäsche, blasse Gestalten, klappernd vor Hunger und Frost. Hier galt es zu retten und helfen, ohne Ansehen der Person. Aber wie? Der Lehrer, der dies notierte, hieß Johann Hinrich Wichern. Vor 200 Jahren kam er als das älteste von 7 Kindern zur Welt. Als der Vater ganz plötzlich an Schwindsucht starb, ging seine Kindheit über Nacht zu Ende.
Noch ahnt niemand, dass das später von ihm begründete Rauer Haus in Hamburg-Horn zum Ausgangspunkt einer Bewegung werden soll, die die gesamte evangelische Kirche aufrüttelt. Das Wort retten klingt für moderne Ohren vielleicht allzu pathetisch. Wichern selbst weiß, was damit gemeint ist. Er war gerade erst einmal 25, als er in einer geschenkten Bauernkarte in Hamburg sein Rettungshaus für gestrandete Jugendliche, das Rauer Haus, gründete. Er half mit tätiger Nächstenliebe, mit einer Bleibe, gab den Kindern zu essen, lehrte sie Schreiben und Lesen, sorgte für praktische, handwerkliche Ausbildung. Er bot ein Leben mit der Geborgenheit einer Familie. Wichern, übersetzt retten, tritt selig machen. Retten und selig machen gehört zu dem Grundgedanken der Diakonie. Auch wenn sich soziale Probleme heute anders darstellen als zu Wicherns Zeit, am Prinzip der Diakonie hat sich wenig geändert. Selbst der preußische König Friedrich Wilhelm III. Ließ sich von Wicherns Idee der inneren Mission, der freien Diakonie, begeistern. Er ließ durch Schinkel 1835 die Elisabethkirche mit Pfarr- und Diakonenhaus errichten, ein diakonisches Zentrum im sozialen Brennpunkt. Genau an diesem Ort feiert das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche von Deutschland am 1. Februar 2008 seinen Jahresempfang. Zum Auftakt des Wichernjahres spricht die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Johann Heinrich Wichern, als Theologe, Sozialreformer, brachte er die Kirche den Menschen näher. Sein Prinzip war das Prinzip der Nächstenliebe. Er wollte überzeugen und nicht strafen. Er verzichtete auf körperliche Züchtigung, sicherlich damals ein relativ moderner Ansatz. Und er setzte auf Gespräche mit jungen Menschen. Und die Vorkommnisse jeder Woche wurden am Sonntag aufgearbeitet und besprochen. Das war unüblich in der damaligen Zeit, aber Wichern hatte Erfolg damit. Und moderne Pädagogik zehrt von diesem Ansatz auch heute noch. Wichern heute zu feiern, bedeutet, ihn als einen engagierten Pionier des Sozialen zu würdigen und seinen Aufruf zum sozialen Engagement weiterzutragen. Zum 200. Geburtstag sollte ein Denkmal für Wichern geschaffen werden. Die nordelbische Kirche hatte einen Wettbewerb ausgelobt. Der Potsdamer Bildhauer Karl Konstantin Weber hat zwar das Rad nicht neu erfunden, gewann aber mit einer überraschenden Idee den Zuschlag. Ein Kreis, ein Rund schält sich heraus. Ein Rad? Es wird von Kindern bewegt, gedreht. Aus vielen Entwürfen entwickelt sich die endgültige Form heraus. Und so spielen die Kinder hier mit so einem großen Käse oder Mühlstein, wurde schon gesagt. Aber ich finde das eigentlich gar kein negatives Wort, dass das ein Mühlstein ist, weil die Kinder das rollen, wie so ein Spielzeug. Ja, und die zeigen sich gegenseitig die Zahlen, also das Lernen. Die sind verschieden alt, die helfen sich. Lesen, Rechnen, Handwerk. Das gab Wichern seinen Kindern mit auf den Lebensweg. Tja, und so sind das Wicherns Kindern geworden. So wie das nach meinem Dafürhalten Wichern auch ausgewählt hätte. Ich glaube nicht, dass Wichern, der abgelehnt hat, die Leitung des Rauen Hauses abzugeben, ein Denkmal für sich dort gewollt hätte. Und darum waren die Kinder das Zentrum. Die Skulptur wird später in Lebensgröße vor dem Rauen Haus in Hamburg aufgestellt. Und das Ganze heißt dann für die Kinder der Straße, ja, und ist damit eigentlich für mich so die Keimzelle des gesamten Geländes des Rauen Hauses. Man sieht das jetzt, wenn man durch den Park läuft, von allen Achsen aus. Auch wenn Sie von hier kommen, ist sie ein bisschen so eingedreht, dass Sie Volumen haben. Und wenn Sie von hier kommen, kommen Sie voll gegen die Wand und dort blickt sie rüber zum Vorsteherhaus vom Rauen Haus. Die
evangelische Stiftung Das Raue Haus ist eine der bekanntesten und größten diakonischen Einrichtungen in Deutschland. Zur Brüder- und Schwesternschaft gehören 650 Mitglieder. Menschen mit Behinderungen, alte Menschen, Kinder und Jugendliche finden hier Hilfe. Außerdem gibt es die Wiechern-Schule auf dem Gelände, die Berufsschule für Altenpflege und die Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit und Diakonie. Angefangen hatte alles mit einem einzigen Haus. Dies ist die erste Wohnung von Johann Heinrich Wiechern gewesen, in dem alten Rauen Haus. Hier hat er 1833 mit seiner Mutter und einer Schwester gelebt, und die ersten Kinder, die er betreut hatte, lebten unter dem Dach auf einfachen Strohschütten. Die Kinder erlebten zum ersten Mal eine Gemeinschaft, in der sie sich wohlfühlen konnten. Und den Gottesdienst am Sonntag als kleines Fest. Unsere Betreuung zielte ganz wesentlich darauf ab, dass die Jugendlichen lernen, ihre eigenen Fähigkeiten also zu entdecken und sie auszubilden, um eigenständig ihr Leben führen zu können. In diesem Haus leben Jugendliche in einer Wohngemeinschaft des Rauen Hauses. Kaum einer ist freiwillig hierher gekommen. Sie stammen aus sogenannten schwierigen Verhältnissen, wo die Eltern nicht mehr ihren Aufgaben als Erziehungsberechtigte gewachsen waren. Die Kinder gerieten aus der Bahn. Die meisten waren mindestens auffällig, bevor sie hierher gebracht wurden. Hier lernen sie, sich wieder in das normale Alltagsleben einzugliedern. Was ist das denn? Pascal ist 18 Jahre alt und hat früher viel Scheiß gebaut und zu Hause Stress gehabt, wie er sagt. In einem Wohnprojekt des Rauen Hauses lernte er, sich wieder zu orientieren. Seit 3 Jahren ist er nicht mehr im Heim und lebt heute wieder bei seiner Mutter. Dennoch ist der Kontakt zum Wohnprojekt nicht abgerissen. Heute kommt der Ehemalige hierher, um die Bewohner von heute zu unterstützen, ihnen zu helfen, genauer Nachhilfe zu geben. You und dann you. Beim Englischlernen haben die Jungs noch einiges nachzuholen. Und bei einem Ehemaligen gehen sie viel lieber in den Unterricht als bei einem richtigen Lehrer. Red. Es wird gleich geschrieben, aber anders ausgesprochen. Was heißt denn to pay? Pay mit Zahlen. Zur Schule hatten die meisten bislang eher ein gestörtes Verhältnis und sind häufig gar nicht erst hingegangen. Heute regelt sich Chris behaglich im Klassenraum. Er ist 14 Jahre alt und lebt seit einem Jahr in der Wohngemeinschaft. David, du hast deine Sachen vergessen. Chris möchte einmal Computerspezialist werden und darum lernt er fleißig Englisch. Ich habe am NDR noch mal angerufen, da meinten die, dass der Zeitraum belegt ist. Fatma, aber ich habe Fatma Bescheid gesagt, sie geht dann noch. Der Erzieher Manfred Seiler unterstützt ihn dabei und hilft ihm auch, einen guten Praktikumsplatz zu finden. Dann habe ich noch mal vorsichtshalber in so einem PC-Laden angerufen, der heißt PC Drive-In, das ist so ein Web-Service. Und der meinte auch, dass er noch Praktikanten nimmt, aber da der Chef nicht da ist, will er mir eine Rückmeldung geben, wenn der Chef halt wieder da ist. Alles klar. Also Fatma, unsere Mitarbeiterin, hat sich eingesetzt, irgendwie so beide Sachen laufen, NDR läuft und diese andere PC-Laden, so wir warten jetzt ab. Mhm. Es wäre genau dein Bereich. Gleich neben Chris wohnt Bettina. Nicht nur, wenn es um PC-Probleme geht, hilft man sich hier gegenseitig. Bettina sucht erfolglos eine bestimmte Internetseite. Und mit der fachlichen Unterstützung des Zimmernachbarn gelingt es auch, sie zu finden. So, ihr Süßen, was macht ihr hier? Bitte, ich versuche ihn jetzt gerade einzuladen auf Schüler-VZ. Sehr schön. Da, ich hab's gefunden. Wir im Team gehen davon aus, dass jedes Mädchen und jeder Jugendliche hier der Experte seiner selbst ist. Und tief in sich drin auch Träume bewegt und auch einen Weg verfolgt, zu wachsen und sich zu entfalten. Bettina ist seit fast einem Jahr hier. Und ihr großes Hobby sind Mangas. Manga ist das japanische Wort für Comic.
Bettina besitzt eine veritable Sammlung von Büchern und Magazinen voller Fantasiegestalten. Aber sie zeichnet und malt auch ihre eigenen Figuren. Bettinas Begeisterung für Mangas ist gekoppelt an ihr Faible für die Gothic-Szene, der sogenannten schwarzen Szene. Hier wirken Gothic-Rock und die Faszination an Themen wie Tod und Vergänglichkeit zusammen. Die Anhänger inszenieren sich selbst, indem sie zum Beispiel schwarze Kleidung tragen. Für ihr Outfit lässt sich Bettina auch von ihren Manga-Figuren inspirieren. Ich habe ein Jahr bei meinem Vater gelebt und irgendwie ist das dann alles leider ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Also ich habe halt die Gothic-Szene in der Zeit kennengelernt, wo ich bei meinem Vater eingezogen bin. Seitdem bin ich halt auch erst so, also noch gar nicht allzu lange. Da habe ich dann auch meinen Freund kennengelernt, also nicht meinen jetzigen, sondern meinen anderen. Und meine Eltern kamen mit ihnen absolut nicht klar. Ich habe durch ihn und durch die Szene allgemein sehr, sehr viel Scheiße gemacht. Bin nachts abgehauen, keine Ahnung, total suizidgefährdet damals noch und richtig extrem. Die Wohngruppe hat ihr geholfen, wieder zu sich zu finden und ihrem Traum von einem besseren Leben sehr viel näher zu kommen. Wir haben irgendwie monatlich ein Ressourcengespräch, wo wir uns dann mit unseren Bezugsbetreuern einmal treffen und dann alles durchgehen, so was Probleme wir haben, was wir ändern wollen, was wir weiterführen wollen. Und als ich noch mit meinem anderen Freund zusammen war, habe ich einen Wochenplan bekommen, weil ich zu oft unterwegs war mit meinem Freund. Und naja, da habe ich dann irgendwie genaue Zeiten gehabt, wann ich hier sein sollte. Das war echt richtig, richtig krass aufgeteilt. Oh, und das hat sich zum Glück jetzt gelegt. Das hat sich alles ein bisschen eingespielt von alleine, sodass man gar nicht mehr auf den Zettel gucken brauchte. Naja, und das läuft jetzt alles so schon. Es läuft heute auch alles gut bei Pascal. Das war am Anfang nicht so, als man ihn mit seinen Geschwistern aus seiner Familie herausnehmen und ins Heim geben musste. Zu Anfang war es natürlich schwierig. Man streitet sich, man kloppt sich und so. Man findet alles ungerecht und so, auch mit den Betreuern. Aber man kommt mehr in die Zeit rein und man findet auch mit den Betreuern sozusagen den Bezug. Und die sind, also die ich hatte, waren damals echt gute Leute. Pascal fühlte sich hier geachtet. Er wurde gefördert und wie bei Bettina führten die strengen Regeln im Haus zu verblüffenden Ergebnissen. Heute ist er freiwillig hier, verdient sein Geld mit Nachhilfe und will das Abitur machen. Ich mache schon Schlimmes oder ich habe Schlimmes gemacht. Ich habe gar keine Zeit mehr, Schlimmes zu machen. Ich meine, ich spiele Fußball, das ist jetzt dreimal die Woche. Dann habe ich Nachhilfe zweimal die Woche, mindestens. Dann gucke ich Fußball, also Bundesliga. Dazu habe ich noch Schule. Ich weiß nicht, wo die Zeit bleibt zum Mistbauen. Die Jugendlichen schätzen die persönliche Atmosphäre im Haus genauso wie das tägliche Zusammentreffen am großen Küchentisch, wo Wichtiges und Banales und auch Träume offen beredet werden können. Mein größtes Ziel ist es, ganz zum Schluss an einer Hochschule als Kunstlehrerin zu sein. Weg aus Hamburg, die Umgebung, so 50, 60 Kilometer, mehr so zu meinem Bruder an die Ostsee. Also der ist hier, der wohnt jetzt an der Ostsee. Und ich meine, wenn ich auf dem Balkon stehe, könnte ich mit dem Ball ins Meer schießen. Wiechern würde heute mit Stolz auf das Erbe seiner großen Idee vom Rettungshaus schauen. Auf dem alten Gelände und in der großen Stadt wird sein Werk in vielfältiger Weise fortgesetzt. Sein unermüdlicher Einsatz für die soziale Aufgabe hatte ihn schließlich erschöpft. Er erlitt mehrere Schlaganfälle, will jedoch das Ruder nicht aus der Hand geben. Doch die Krankheit ist stärker. Im Jahre 1881, mit 72 Jahren, stirbt Johann Hinrich Wiechern in Hamburg. Mit Dietrich Sattler ist mittlerweile der 9. Nachfolger im Amt. Wir haben von Wiechern wiedergelernt, muss man sagen, ganz wesentlich das Denken in kleinen Einheiten. Keine Einrichtung des heutigen Rauen Hauses hat Heimcharakter. Wir haben keine großen Häuser, sondern fassen die Menschen, die wir betreuen,
immerhin überschaubaren Einheiten zusammen, damit der Einzelne von der Gemeinschaft gestützt wird und die Gemeinschaft aber auch von dem Einzelnen also mitgestaltet wird. Es bleibt alles, was wir hier gestalten, für die Menschen, die wir betreuen, übersichtlich. Würde Wiechern heute aus dem Fenster schauen, er wäre zufrieden.